So Leute, da sind wir zurück bei einer weiteren Runde Hearthstone in der Arena mit unserem Charmy. Wir stehen 5-1. Ich muss gerade schnell was trinken, das habe ich nämlich gerade in der Aufnahmepause vergessen. Moment. So, ja, genau. Genau, das, was man immer haben möchte. Beide Riesen auf der Starthand. Not. Das ist besser. Aber wir dürfen nicht anfangen, das gefällt mir gar nicht. Und da krieg ich schon wieder so einen scheiß Riesen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, oh Gott. Einem anderen. Okay. Oh Gott, Zaubermacht. Ernsthaft. Jeder andere wäre sinnvoll gewesen. Und ich kriege eine Zaubermacht-Totem. Ich finde generell Zaubermacht in diesem Spiel. Es ist eine nette Idee, um auf Kreaturen, um Mages Kreaturen aufzuschwätzen. Aber ich weiß nicht, ob man hier unbedingt mit dem Charmy auf Direct Damage gehen sollte. Kann man natürlich. Aber. Finde ich jetzt persönlich nicht so der Wahnsinn. Ohne Dolch. Ohne Angriff. Kein Angriff. Schon wieder dieser Dreckstotem. Sturmzauber. Alter. Alter. Fuck. Nein. Nein, nein, greif ihn an. Ach Mann, oh. Okay, mach dir selber 4 Damage. Und der hat jetzt 4-6, wo? Aber ich nicht. Ihm mal ein bisschen Angst machen. Nicht, dass wir irgendwas tun könnten. Im Moment. Vor allem nicht, weil das Ding gleich wieder plus 1 kriegt. Aber das Ding ist so böse, die junge Priesterin. Okay, er will ihn echt vernichten. Wow. Das sieht schon wieder gar nicht gut aus. Jo. Aua. 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 Ja, 4-7. Na komm. Was gibt's schon zu verlieren? Nächste Runde 3 Mana. Hi. Boah. Aua, aua, aua. Aua, das hatte ich nicht damit gerechnet, dass er den hat. Ja, kein Ding. Bei sowas bin ich ehrlich. Warum immer er? Das war's. Ja, das war's. 5-2. Nee. Nee. Ich will nicht. Ich will nicht. Jeder Spieler zieht 2 Karten. Oh wow. Oh wow. Das hätte ich alles vorher gebrauchen können. Wow. Wow. Bam. Ende. Oh. Naja. Man kann ja nicht immer gewinnen. Vielleicht gewinnen wir die nächste Runde wieder. Ansonsten haben wir ein 5-3, was auch nicht so gut wäre. Aber immerhin etwas. 5-2 steht's jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.